Hallo liebe Hausbauhelden, beim heutigen Hauscheck, da nehmen wir uns mal ein Smart Home vor und zwar das Musterhaus Victoria von Rentschhaus und dabei schauen wir wie immer auch ein bisschen auf den Grundriss. Das Flachdachhaus im Bauhausstil, das steht im Fertighaus Center in Mannheim und bietet mit 190 Quadratmetern Wohnfläche einiges an Platz für smartes, modernes Familienleben, hat aber auch einige nachhaltige Aspekte wie eine PV-Anlage, Energiespeicher, der Baustoff Holz. Aber das schauen wir uns ein bisschen später an. Jetzt starten wir wie immer erstmal im Außenbereich. Victoria erstreckt sich über die Maße von 11,5 x 10 Metern und verbindet traditionellen Bauhausstil mit modernen Elementen. Die Terrassen und Eingangsüberdachungen integrieren sich harmonisch in den Hauptbaukörper. Ein markantes Merkmal der Außenfassade sind die in Rostoptik gestalteten HPL-Kompaktplatten, die aus sogenannten hochdruckverpressten, harzimprägnierten Kraftpapieren bestehen. Die Nähe zur Natur wird durch zwei Freisitze und umfangreiche Verglasungen im Erdgeschoss hervorgehoben. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt hier eine große Rolle. Auf dem Dach sorgt die PV-Anlage in Verbindung mit dem Energiespeicher im HWR für umweltschonende Energiegewinnung. Dank Flachdach sind die PV-Elemente unsichtbar. Das Haus erfüllt die Kriterien, die zur Erlangung der BNK-Zertifizierung erforderlich sind. Das BNK-Zertifikat ist ein Gütesiegel, welches den Bauherren ermöglicht, einen Nachweis über die Nachhaltigkeit ihres gebauten Hauses zu erhalten. Holz ist hier das dominierende Material. Der Holztafelbau mit 330 mm dicken Wänden und einer hohen diffusionsoffenen Dämmung entspricht dem Standard KfW Effizienzhaus 40+. Und jetzt schauen wir uns doch mal das Innere des Hauses ein bisschen genauer an und gucken erstmal kurz auf den Grundriss, denn Platz haben wir hier genug in den bereits erwähnten 190 Quadratmetern und hier auch auf zwei Vollgeschossen. Auf dem Grundriss erkennen wir lange Sichtachsen und trotz der großen Räume kurze Gehwege. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir betreten Victoria und starten im 8 Quadratmeter großen Flur. Von hier können wir geradeaus durch das ganze Erdgeschoss blicken, die lange Sichtachse. Linker Hand befinden sich der HWR mit der Haustechnik, also etwa der Energiespeicher und die Anlage der Frischluft-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion sowie Smart Home. Direkt daneben befindet sich das Dusch-WC mit 4 Quadratmetern. Gehen wir weiter, gelangen wir rechts in das Wohnzimmer und geradeaus in den Koch-Essbereich. Getrennt werden diese Bereiche durch die Wandscheibe, in die die Treppe mit Glasgeländer eingehängt ist. Das Wohnzimmer bietet rund 25 Quadratmeter Platz und die Koch-Ess-Kombination sogar 35 Quadratmeter. Von hier lassen sich die beiden überdachten Terrassenbereiche über große Terrassenfenster erreichen. So fällt auch viel Licht ein und alles wirkt hell und freundlich. Unterstützt wird dies durch das Lichtkonzept, viele eingelassene Spots, wo sie benötigt werden und eine indirekte Beleuchtung, beispielsweise im Flur, sowie Lichtbänder. Das Erdgeschoss ist hell gefliest. Einen spannenden Kontrast bietet die Küche, die an dunkle Holzoptik und an den Fußboden im Obergeschoss erinnert. Zeigen wir euch gleich oben. Ein weiterer Raum im Erdgeschoss ist das Gästezimmer, welches zum Beispiel auch als Büro genutzt werden kann. Dieser Raum kann mit Blick auf die Zukunft und aufs Wohnen im Alter dann auch zum Schlafzimmer umfunktioniert werden. So wird das Erdgeschoss dank des Duschbads zum vollwertigen Wohnbereich und das Treppensteigen im Alter und das Thema barrierefreies Wohnen ist damit gelöst. Kommen wir als nächstes zum Smart Home Aspekt. In diesem Haus finden wir ein vom Hersteller eigens konzipiertes Smart Home System. Das besteht aus einer kabelgebundenen Lösung und aus Funkkomponenten, die auf dem energieschonenden Funkstandard N-Ocean basieren. So haben wir hier das Beste aus beiden Welten. Einmal die Zuverlässigkeit
der Kabelgebundenheit und zum anderen die Flexibilität durch die Funkkomponenten. In diesem Haus hier finden wir eine Vollausstattung, das heißt, hier sind alle Gewerke miteinander vernetzt und sind auch über die Smart Home Zentrale und über die flexibel positionierbaren Funkschalter steuerbar. Es ist allerdings auch möglich, hier eine Basisversion zu wählen, die dann später nach Wunschbedarf modular erweiterbar ist. Gehen wir weiter ins Obergeschoss. Über die Treppe gelangen wir in die 12,5 Quadratmeter große, großzügige Galerie. Hier sehen wir jetzt den dunklen Holzboden, der die privaten Wohnräume vom Erdgeschoss optisch klar abgrenzt und viel Wärme ausstrahlt. Von dort aus lassen sich alle Räume bequem erreichen. Wir biegen links ab und gehen in Richtung der beiden mit knapp 15 Quadratmeter exakt gleich großen Kinderzimmer. Besonders vorteilhaft für das Familienleben ist das sich dazwischen befindende 4,5 Quadratmeter große Kinderbad mit Dusche. Hier kann sich der Nachwuchs ausbreiten, während die Eltern in ihrem Bereich auf der anderen Seite des Obergeschosses Chance auf etwas Ruhe und Privatsphäre haben. Die lässt sich auf 21,5 Quadratmetern Elternschlafzimmer gut genießen. Hinzu kommen nochmal ein 8 Quadratmeter großer Ankleidebereich und ein eigenes, gut 15 Quadratmeter großes Wellnessbad mit freistehender Eckbadewanne und XXL Walk-in-Dusche. Hier wurde auf Fliesen in Holzoptik gesetzt, um dem Design des Obergeschosses treu zu bleiben. In diesem Hauscheck haben wir ein Haus gesehen, das es sich zum Ziel gemacht hat, so einige Aspekte unter ein Dach zu bringen. Modernes Wohnen, smarte Technik, Nachhaltigkeit und viel Platz fürs Familienleben. Was sagt ihr? Hat das Haus geschafft, diese Erwartungen zu erfüllen? Lasst es uns gerne wissen und schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr über dieses Haus wissen wollt, dann findet ihr wie immer einen Link zur Hausdatenbank in der Videobeschreibung oder ihr schaut es euch eben direkt selber an. Das Haus findet ihr, wie gesagt, im Fertighaus Center in Mannheim. Ja, und wenn ihr uns zum Schluss noch einen großen Gefallen tun wollt, dann lasst uns erstens mal ein Like auf dieses Video da. Zweitens, abonniert bitte gerne diesen Kanal. Und wenn ihr noch einen draufsetzen wollt, dann aktiviert ihr einfach noch die Glocke und verpasst keins unserer Videos mehr.